Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer in Train Sim World 3. Peak Forest Railway ist jetzt erschienen und ich dachte, wir schauen uns das an, was das Add-on so kann und wie vor allem die Dampfsimulation ist, weil die war bis jetzt immer ein bisschen fragwürdig. Und Peak Forest kommt gleich mit mehreren Aufgaben, also Chandy Gala, durcheinander Peak rangieren, die Bank sprengen, tiefgefroren und königlicher Termin. Und ich würde sagen, wir machen die Bank sprengen. Und da heißt es, stellen Sie sich der Herausforderung, einen schweren Güterzug zu helfen, die Steigung bis zum Scheitelpunkt hochzufahren. Also sind wir quasi eine Banking-Lokomotive und drücken mal von hinten, damit er hochkommt. Mit der LMS Fowler 4F. 50 Minuten theoretisch. Schauen wir uns das doch mal an. Das klingt spannend. Etwas, was man nicht jeden Tag in Train Sim World macht. So, sollte eigentlich nicht allzu lange brauchen. Wunderbar, das sind wir. Nice. Guten Morgen, heute sind Sie beauftragt worden, Schubaufgaben auszuführen und in Züge zu unterstützen, den Scheitelpunkt zu erreichen. Wenn Sie bereit sind, klettern Sie auf die Bodenplatte. Okay. Da haben wir schon mal die erste Industrie hier. Handweichen, ich brauche nochmal einen Screenshot. Gleich zu. Screenshot. Wunderbar. Ja, ist eigentlich eine schöne Dampflok jetzt erstmal, so vom ersten Blick her. Gefällt mir. Mal kurz umsehen. Ja. Bisschen Matschtexturen hier, aber da konnte ich drüber hinwegsehen. Moin sehen. Kommt da schon der Kollege. Ich würde sagen, wir steigen mal ein. Einmal ja, Tür auf, einsteigen. Oha! Wir haben eine Kollegin an Bord. Ja, Wahnsinn. Moin, moin. So, machen wir die Lampe hier an. Und in der Lokführerposition stellen und setzen Sie sich auf den Lokführersitz. Da hat es keinen Sitz. Okay, heiß. Ein Ab- und ein Zug hat eine Schublok angefordert und sie wurden zur Unterstützung eingeteilt. Bringen Sie eine Lokomotive hinter den Zug in Position und bereiten Sie sich auf die Abfahrt vor. Ja, gut, dann Bremsen lösen. Richtung Sender nach hinten. Und los geht's. Kurz pfeifen. Oh, bitte lass das Ventil nicht die ganze Zeit abgehen. So, das reicht erstmal. Die Weichen müssten passen. Sieht gut aus. Da haben wir halt Handweichen. Okay, da hört das Gleis einfach auf. Kann man machen. So, anhalten. Wunderbar. Sehr gut. Bevor Sie die Lokomotive bewegen, müssen Sie sicherstellen, dass alle Weichen korrekt gestellt sind. Ja, doch das sollte kein Problem sein. Das ist der Zug. Da ist der Zug. Einmal so rum. Perfekt. Und wieder raus. Und einmal ran hier. Halt, falscher Hebel. Mensch, du bist aber flott unterwegs. Ich glaube, so schnell werden wir heute nicht sein. Oha. Der hat sogar Wagen mitgenommen. Ja, sieht man so ein bisschen schlecht. Cool. Ja, wir haben schon eine Steigung von 1,1%. Das wird spaßig werden beim Wegfahren.
Bloß nicht zu schnell ran. Wunderbar. Jetzt befinden sich in Position und können dann den Bremswagen ankuppeln. Machen wir doch. Warte mal. Musst du jetzt... Ist das da aufgemacht? Okay. Du wirst schon wissen, was du tust. So. Moment. Wunderbar. Na, wären wir dran. Aufgrund einer Störung haben sie keine Bremsunterstützung von der führenden Lokomotive und müssen sich auf die Bremsen ihrer Lokomotive verlassen, um den Zug zu kontrollieren. Denken Sie daran, dass das Bremsen wesentlich schwieriger sein wird, sodass Sie möglicherweise mehr Bremskraft als normal aufwenden müssen. Okay. Die vorausliegende Strecke ist jetzt frei. Sie haben die Erlaubnis zur Abfahrt. Führen Sie zwei lange Pfeifsignale aus, um der Crew der Führung mitzuteilen, dass Sie zur Abfahrt bereit sind. Ah. Okay. Da haben wir die führende Lokomotive. Dann machen wir mal zwei lange Pfeifsignale. Okay. Und jetzt? Die Führungslinie hat signalisiert, dass sie abfahrbereit ist. Erhöhen Sie die Leistung ein wenig, um den Zug in Bewegung zu bringen. Also sie gehen wir mal auf 15, bremsen lösen. Einzelnes Signal, dies wird im Stil verwendet, um Personen in der Nähe davor zu warnen. Ein langes Pfeifsignal wird verwendet, wenn Sie berechtigt sind, rotes Signal zu überfahren. Zwei Krähenpfeifsignale, die signalisiert, dass die führende Lokomotive abfahrbereit ist. Okay. Wir bewegen uns. Vordreh macht auch mit. Ja, sehr cool. Das mit den Kohle reinschaufeln funktioniert übrigens besser, wenn die Tür offen ist. Nur so als Tipp. So wie jetzt. Dann probieren wir mal 20, 21. Weil wenn ich es jetzt im Test richtig gesehen habe, nutzt die vordere Lok genau die gleichen Einstellungen wie ich hinten. Sehr gut. Aber Kesseldruck ist gut. Ein bisschen mehr Leistung geben. 30. Vorne. Dreht nicht durch. Wie schwer ist der Zug eigentlich? Sehe ich das? Holy shit, 1000 Tonnen. Das ist schwer. Okay, werden wir hier langsam an Geschwindigkeit aufnehmen, können wir mal die Karte kurz ansehen. Ah, da hat's Ladesachen. Die Karte. Okay, wir haben hier einen Abschnitt, wo wir was machen können. Eine Kreuzung. Da geht's hier nach unten weiter. Auch riesen Güterterminal, so wie es aussieht. Noch da unten. Okay, da ist ein bisschen was los. Und das ist das obere Ende. Okay, hier gibt es einige Abstellgleise. Bis dahin fahren wir. Können wir ein bisschen mehr Leistung geben. 42. Lok vorne ist auch nicht am Durchdrehen. Also das mit Kesseldruck geht schon mal wirklich besser. Aber das Ventil. Warum muss das immer abgehen?
Okay, da kann ich aufmachen. Kohletür. Die geht auch auf. Okay. Aufklappen. Zylinderhähne geöffnet. Das sollte man vielleicht zumachen. Dann hätten wir auch ein bisschen mehr Leistung. Ich frage mich, ob sie so schlau ist und nicht gekohlt, während wir im Tunnel sind. Das ist nämlich sehr gefährlich. So, 50%. Gleich wird's rauchig. Nein, das machst du jetzt nicht wirklich. Haben Sie schon mal was von einem Blowback gehört? Ich darf machen. Okay, das ist ein bisschen ein Fail. Gut, man könnte... Na gut, jetzt ist es offen. Sonst hätte ich gesagt, man könnte damit argumentieren, dass das eher eh zu ist. Oh, wir gehen endlich runter mit Kesseldruck. Und das Teil geht nicht mehr ab. Geil. Okay, sehr gut. Ah, das ist quasi Einfahrt. So wie es aussieht. Gudala, kannst du mal ein bisschen nach hinten? Also hier gehen wir mal auf 60. Ja, sehr geil. Wie schaut's denn aus? Ist das hier simuliert? Ja. Oha. Cool. Sehr cool. Das ist nicht ganz richtig. Ach ja, Details. Hier drin, sehen wir da noch ein bisschen was? Naja, nur ganz wenig. Beim Sanden, wie schaut's aus? Kommt was raus? Dann Steuer vorne. Aber ja, hier. Nix Sand. Ja, schade. Wäre noch ein schönes Detail gewesen. Okay, der Kollege. Nice. Kann da Hecklampen reinmachen. Machen wir doch mal. Jetzt auch hier. Ja, okay. Ach nö, jetzt lass den... Oh, ich steig... Na komm, lass mich doch mal rein. Mit Funst, Handbremse, Ofen. Ist er jetzt an? Und lass mich mal raus. Geht zumindest... Ah, doch, so ganz... Oh, cool! Ja, wie geil. Aber optisch tut sich hier nichts. Ja, cool. Ja, geht noch mehr. 70% offen. Wir werden jetzt hier einfach alles blockieren. Okay. Werden wir hier nach oben fahren? Ich würde sagen, das machen wir von hier. Lese ich euch mal die Features vor von der Steam-Seite.
Hauptmerkmal: die vergessene 38 Meilen lange East Midland-Strecke zwischen Ambergate, Chinley und Buxton in Derbyshire, England, wie sie in den frühen 1960ern war. Historisch korrekte Details, Gleisanlagen und Infrastruktur, 14 authentische Bahnhöfe, 4 stillgelegte Bahnhöfe und mehrere Güterbahnhöfe. Dann haben wir die LMS Fowler 4F in BR Light Unlined Black Lackierung, die LMS Jubilee Class in der BR Light Brunswick Green Lackierung, die Stenia 8F Dampflok in verwitterter BR Light Unlined Black Lackierung. Dann haben wir MK1 FK, TSO, BSO und WG-Wagen in BR Maroon and Blood and Custard Lackierung. ICL Schüttgutwagen, 16 Tonnen Mineral, 5 Plank, Conflat und Standard Custardwagen sowie ein 20 Tonnen Bremswagen. Authentischer Betrieb von Dampflokomotiv, einschließlich Nachschub und Doppelzug. Lebensechte Leistung und Handhabung. Zugängliche Trainingsmodule im Trainingszentrum. 6 fordernde Szenarien. Und umfassend 24-Stunden-Fahrplan, Reisemodus und Auswahl von Nebenaufgaben. Standard-Blabla dann. Oh, Bahnhof. Ja, also. Jetzt so rein von der Strecke her an sich. Sieht sie mal gar nicht mal so doof aus. Und es fährt sich auch wirklich gut. Ich meine, wir müssen da mit der Großen da mal fahren. Schauen wir jetzt da, das mit dem Dampf ist. Aber bis jetzt macht es eigentlich Spaß. Wir können mehr Leistung geben, 80%. Schauen wir mal. Er dreht da nicht durch, sehr gut. Ja, ich glaube, hier gibt es dann geile Güteraufgaben. Oh, was? Rot. Wir haben Rot? Ach, weil wir da anhalten müssen. Okay. Ja, dann bremsen. Viel bremsen. Holy shit, ich bin voll drin. Oh, sie kommt langsam. Nochmal lösen. Es war zu viel. Ah, shit. Verbremst. Okay. Komm, nach vorne. Anhalten. Sehr gut. Gut gemacht. Sie haben jetzt die höchste Stelle erreicht, da die Schublock wird ab hier nicht mehr benötigt, sodass Sie Ihre Lokomotive zum Zug abkuppeln können. Okay. Machen wir das mal. Abgekuppelt. Eine weitere Schublok wartet auf einen Nebengleis darauf, nach Tanzstedt zurückzukehren zu dürfen. Sie müssen sich an sie ankoppeln und mit ihr zum Rajet-Bahnhof Tanzstedt zurückfahren. Oh, und er macht einen Abmarsch. Ciao! Also, rückwärts. Gehen wir davon aus, die Weichen sind gelegt.
10 Meilen pro Stunde da hinten gleich. Ein guter Ausblick von hier drin. Ja, ein bisschen mehr Schmackes darf sein. Moment, sind wir die Lok mit den ganzen Wagen runter? Mal sehen. Oh, anhalten. Anna, freie Fahrt jetzt. Ja, dann weiter. Sehr nice. Ich hätte gern so eine Ansicht hier. So ein bisschen rausgucken. Ah, Spiel. Dann halt so. Ja, beim Signal hat er sich jetzt nicht beschwert. Du. Wake. Nice. Anformation ankuppeln. Muss ich das jetzt selber checken oder passt das? Hier lang. Das sieht gut aus, da gerade. Ja, wird schon passen. So, vorwärts. Wir sehen, Gas geben. Ich fände es auch witzig, mal mit zwei von denen den Zug nach oben zu helfen. Aber wäre ein bisschen too much, aber witzig wär's. Okay, naja, das reicht noch nicht. Braucht's noch ein Stück? Jetzt aber. Okay. Aussteigen. Ja? Hallo? Perfekt. Die Strecke ist frei und die Erlaubnis ist erteilt worden. Fahren Sie zurück in die Hauptstrecke und beginnen Sie die Fahrt nach Panstead. Alles klar, schön. Und rückwärts und Abfahrt. Ah, sieht geil aus. Also bis jetzt muss ich sagen, bin ich positiv überrascht. Aber so viel habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Wir müssen noch mal den Rest der Strecke mal ein bisschen abfahren. Und mal ein bisschen auf Speed fahren. Aber ansonsten, also von der Umgebung her, hier ist jetzt eigentlich
Echt schön, also die Felsen hier. Schön gemacht. Sehr gut, Gas geben. Und der nächste Express von da hinten. Mal schön, dass sie da am Arbeiten. Moment. Wann hast du getauscht? Okay. Oh, schon wieder 15. Was machen die mit uns? Kann ich ja nicht einmal schnell fahren hier. Bremsen. Ah, okay, wir fahren da direkt da rein. Alles klärchen. Das kommt alles vom Stellwerk hier. Haben wir eigentlich auch eine Crew hier drin? Ja, eine unsichtbare Crew. It's heiß. Wenigstens haben wir einen. Oh, cool. Dann machen wir da nach oben fahren. Das sieht witzig aus. Das Ding hat dann auch Sachen beladen hier. Ja, also... Traum für... Güterlok. Ah... Ob wir die Güterzüge fahren wollen. Ja, wir fahren jetzt genau die andere Einfahrt rein. Das ist auch mal eine interessante Weiche da. Auf drei Stellen raus. Ah, wir sind zu schnell. Wird mal ein bisschen langsamer werden. Moin, Kollege. So, anhalten. Einen Auswerfer benutzt. Okay. Jetzt, als sie das nicht erreicht haben, kann ihre Lokomotive abgekuppelt werden. Anschließend kann die andere Lokomotive mit ihren eigenen Aufgaben fortfahren. Okay, Chef. So, bitteschön. Wir haben keine weiteren Aufgaben, daher kann ihre Lokomotive abgestellt werden, bis sie wieder benötigt wird. Ja, ich glaube, das mit dem Abstellen macht man nicht. Ich würde sagen, wir fahren mal einen Express und schauen mal, wie das da ist, so zum Fahren. Und ob das mit der Dampfgeneration dann ähnlich ist. Alter. Das Ventil, ey. Okay, wir gehen mal ins Hauptmenü. Abstellen ist jetzt nicht so das Spannendste. Das könnt ihr dann gerne machen, wenn ihr dann selber hier drin seid. Wir gehen Strecke auswählen, Peak Forest. Und königlicher Termin. Fast die ganze Strecke, so wie es aussieht. NMS Jubilee. Schauen wir mal, wie die so ist. Die kennen wir ja schon vom ersten Add-on. Und dann sehen wir ein bisschen was von der Strecke. Komm.
Mit einem Stationsvorsteher sprechen Sie mit dem Stationsvorsteher, bevor Sie abfahren. Oh, was? Okay, wir sind gleich mit zwei unterwegs. Ja, moin. Hallo. Sie werden diesen Abschnitt der Reise Ihrer Königlichen Majestät nach Buxton übernehmen. Sie folgen Bobby Mickel irgendwas in der Pilotlokomotive. Fahren Sie also langsam und konstant. Bestätigen Sie Ihre Signalfarbe, wenn Sie abfahrbereit sind. Okay. Zugnummer einstellen. Hallo? Hallo? Alles weiß? Warte mal, steht... Ah, Zugnummer Royal Train. Okay. Wieder was gelernt. So, einsteigen. Okay, wir merken uns Dame hier drin. So, dich mach mal an. Einmal hinsetzen. Jo. Mach mal. Zweimal zum Bremsen lösen. Okay, Zylinderhöhne sind geöffnet. So, vollständig geöffnet. Wir haben aber noch keine Ab... Warum darf der vor dem königlichen Zug da raus? Was ist denn das? Ich bin ja noch höher gewertet als Express, würde ich mal sagen. Das ist aber ein cooler Bahnhof. Da so im Dreieck. Ja, cool. So, einmal ganz nach vorne. Ja. Ein bisschen anlegen. Sonst rollen wir hier weg. Ach man, das ist jetzt doof, dass da eine Lok vor uns ist. Und rennen wir vom Zug. Ja, wir sind sogar zu lang für den Bahnsteig. Da freut sich aber der FDL, wenn hier die Strecke blockiert ist. Okay, Abfahrt. Nice. Kommen sehr gut weg. Wollen wir die Sachen zumachen? Ja, bei beiden zu. Sehr gut. Da vorne schon wieder rot. Da brauche ich gar nicht so wirklich schnell werden. Mann, ich wollte mal Express ausprobieren. Spiel sagt nein. Aber schöne Gegend. Die Straße sieht ein bisschen komisch aus. Und auch das so nach da oben. Aber über das kann ich hinwegsehen. Wo ist das Signal? Muss irgendwo gleich da vorne sein. Ach, da. So, bremsen. Liebe königliche Familie, es tut mir sehr leid. Ich habe einen doofen Fahrdienstleiter, der meine Lok vor mir rausgeschickt hat. Ach Mann. Sorry. Karte. Nein, das wollte ich nicht.
Ich hätte gerne Karte. Da sind wir. Wo ist der Kollege? Hä? Er ist ja voll weit vorne. Bitte sag mir, dass du dann hier irgendwie aufs Absteiggleis. Ne, ich glaube, der fährt weiter. Ja, kein Wunder, dass dann die Fahrt lange dauert, wenn wir da ständig warten müssen. Wäre vielleicht ein Fahrplan besser gewesen. Ich glaube, Fahrplan wäre vielleicht besser gewesen. Ja, probieren wir es mal. Vielleicht kriegen wir es mal ein bisschen mehr Fahrt. Das war zu viel. Ganz sachte. Das war eigentlich auch noch ein geiler Screenshot. So von da. Ja. Ah, oh, jetzt geht er runter. Gehen wir mal auf 60. Schaut mal, wie schnell der jetzt wieder runter geht. Wieso? Von 40 und ist dann immer noch am runtergehen. Jetzt war das am Anfang so vielversprechend, also jetzt ist gleichbleibend, interessant. Und geht nach oben. Oh, das ist, weil du jetzt wieder angefangen hast. Das ist eine komische Simulation. Also für realistisch Dampflokfahren ist es immer noch TS Classic the way to go mit dem Pro-Modell. Eine 40er Beschränkung. Das ist vermutlich der Bahnhof. Schöne Strecke. Gefällt. Nur halt leider nicht so lang. Die 38 Meilen. Ja, komm, Spiel. Die 4 Meilen zu schnell. Das ist nicht so schlimm. Oh nein, eine Tunnel. Musst du auch einen Tunnel befeuern? Ja, natürlich. Kleiner Tipp, mach das nicht in der echten Welt. Ah. Weideverlauter hinten. Yeah, da dürfen wir da 80 düsen. Für 0,7 Meilen, dann wieder 55. Na gut, nehmen wir mal ein bisschen Gas. Ja,
wieder ein bisschen Dampf verbrauchen, damit das Ventil hier wieder ausgeht. Sehr gut. Ja, also, was ich jetzt so sehe, fürs Erste, glaube ich, ich muss mich kneifen, dass ich sie jetzt sage, das Add-on kann man tatsächlich empfehlen. Das ist jetzt nichts irgendwie ins Auge gesprungen, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt scheiße. Also ich meine, die Dampfsimulation ist halt immer noch nicht geil, aber wesentlich besser als wie vorher. Und die Strecke sieht soweit eigentlich echt gut aus. Das sind die Aufgaben. Wir gehen mal rein, weniger Leistung hier. Ach, wobei, wir könnten dann 80 fahren. Ja, dann bleiben wir drin. So, gerade auf 30. Oh, da fahren wieder 50. Mann. Das ist keine Highspeed-Strecke. Geile Ansicht. Ah, ich denke mal, 60 ist die way to go hier. Hier müssen wir nicht zu stark abbremsen gleich. Spannend zu sehen, wie das hier im Winter aussieht. Aber so eine Strecke wäre geil für Multiplayer. Da könnt ihr aber so viel Blödsinn anstellen mit den Güterzügen. Oh, was? Anhalten. Wieder die eine Lok da vor uns. Jetzt haben wir sie eingeholt. Modernes Signal hier. Und auf Fahrt. Nice. Ja, ich glaube, das ist wirklich Stop and Go. Ich meine, jetzt 15:13 und 16:10 soll man da sein. Das sind 18 Meilen nur. Spielt doch günstig die Fahrzeit verlängern. Ah, da vorne jetzt wieder rot. Okay. Oh, das sieht aber auch geil aus hier. Ich glaube, da werde ich nicht anhalten können. Ah, bin ich ein bisschen zu schwer. Jo. Okay, gelb. Nice, das hat mich jetzt gerade gerettet. Ah, ich glaube, wir halten beim nächsten Signal an. Fürs Erste zumindest. Wenn ich etwas sehen würde. Hey, Ausgang! Das sieht irgendwie geil aus. Keine Ahnung wieso, aber ich muss ein bisschen an den Hogwarts Express gerade denken. Söderle.
Einmal bremsen, bitte. Na, geht's jetzt aus? Jo. Okay, liebe Leute, wir steigen hier mal aus. Die Reise ist für uns erstmal beendet. Ich wollte jetzt eigentlich nur mal sehen, ob die jetzt besser ist zum Fahren. Das ist sie tatsächlich. Zwar immer noch nicht ideal in der Simulation her von den Dampfloks, aber besser. Das Ventil nervt halt hart. Die Strecke an sich sieht gut aus. Ich glaube, wir werden sie noch mal komplett abfahren, aber dann im Fahrplanmodus, weil so Stop and Go jetzt muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Gerne mal ein bisschen durchfahren. Aber macht einen guten ersten Eindruck. Jetzt müssen wir ganz kurz schauen. Hat die Strecke... Ja, die Strecke hat Daftek Games wirklich selber gemacht. Das war kein Dritter. Hut ab. Wirklich mal ein Add-on rausbracht, was tatsächlich mal okay ist. Ich meine, das kostet 44 Franken. Aber... Ich meine, das ist ein bisschen teuer, aber... Es ist jetzt erstmal Kauf. Bin selbst überrascht. Okay. Liebe Leute, gern eure Meinung zu der Strecke und zu den Loks in den Kommentaren unten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein Abo dalassen, wenn ihr ganz viel drauf seid. Oder der Konami-Glied. Und dann kriegt ihr auch ein paar Gutes dazu. Bis dahin, gute Fahrt und immer schön grün. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.